Hi und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dead Space 1. Mein Name ist Rusty und in der letzten Folge ist einiges geschehen. Zuerst einmal, wir sind wieder da, wo alles angefangen hat. Zurück auf dem Flugdeck. Und was war alles in der letzten Folge geschehen? Nun, wir haben das Shuttle endlich repariert, mit dem wir ja eigentlich vorhatten, von hier wegzukommen, von der Ishimura und dem Planeten und überhaupt, um das alles hinter uns zu lassen. Allerdings hat uns Dr. Mercer, das war glaube ich sein Name tatsächlich, oder war es Dr. Kain? Nee, Dr. Kain war es, genau. Dr. Kain davon überzeugt, dass es eine bessere Idee wäre, dieses Shuttle zu benutzen, um den Marker... Wow! Okay, dann halt nicht. Also, dass eine bessere Idee wäre, diese Shuttle zu benutzen, um den Marker zurück auf den Planeten zu bringen. Der befindet sich ja gerade an Bord des Schiffes. Und, ja, damit diesen ganzen Wahnsinn mit den Aliens zu stoppen. Okay. Der läuft hier durch die Luftschächte. Ja, weil irgendwie so eine Art kollektives Bewusstsein, eine Art Schwarmintelligenz, je nachdem wie man es nennen möchte, sich auf dem Planeten befindet und dafür verantwortlich ist, dass hier, ja, jeder einzelne Mensch gestorben ist und zu so einem Monster wurde. Und alle wahnsinnig wurden und so weiter und so fort. Also, ja, und das einzudämmen, dafür sind wir ja quasi, dafür haben wir uns ja jetzt auserkoren. Und, so soll das jetzt funktionieren. Wollen wir mal schauen, ob es klappt. Ich habe nämlich so ein bisschen... Also diese Schwarmintelligenz, dieses kollektive Bewusstsein sah ja nach einem riesigen Viech aus, das ja, ja, nicht gerade amused war. Das wird bestimmt ein Mega-Bosskampf werden. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da komplett irre. So, wir müssen in den Frachtraum, genau. Hallo? Hallo? Okay, da unten bewegen sie sich schon. Und da sind kaputte Kisten und so weiter. Können wir so weit schießen? Okay, und er scheint sich nicht nach außen zu entleeren. Das ist ja schon mal gut. So, genau. Hier nochmal eine tolle Darstellung des Markers. Irgendwelche außerirdische Schrift. Ich kann heute überhaupt nicht reden. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, wir müssen da runter. Alles klar. Danke für die Information. Rotkrumm-System. Ja, genau. Irgendwo rein. Gut. Schauen wir mal, was das so alles mit sich bringt. Der Marker befindet sich in der Frachtbucht des Slide-Decks. Ich muss ihn von dort zur Hangarbucht transportieren können. Da scheint das Shuttle mehr zu interessieren als Kains Plan, das kollektive Bewusstsein unschädlich zu machen. Ich kann es hier nicht mal verübeln. Wir müssen runter von der Ishimura. Ja, das stimmt wohl. Aber Kendra, muss ich ja sagen, war sowieso die ganze Zeit über so einfach nur scheiße drauf. Ich glaube, die Frau hat ihre Tage. Aber das, meine Freunde, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Und irgendwie möchte ich es auch nicht so wirklich erfahren. Schauen wir mal. So, wir müssen jetzt da runter. Ah, okay. Das sind große Ventilatoren hier. Und da unten ist ja einiges Chaos. Halleluja. Meine Güte. So, mal sehen, ob der andere explosive Typ da noch was fallen gelassen hat. Wollen wir mal schauen. Oh. Ne, deswegen immer schön alles erkunden. Rohstoffe, Munition, irgendwelche Supplies, kann man immer gebrauchen. Liegen überall rum. Ne, man muss nur gucken. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Credits das waren. Werden nicht allzu viele gewesen sein. Ist ja egal, wir brauchen sowieso eigentlich nichts mehr. Jetzt aus Versehen wieder. Ne, wir haben aus Versehen kein Medipack genommen diesmal. Ich bin nämlich wieder aufs Q gekommen. Ach ja, ich hab's ja umgestellt. Hehehehe. Alles klar. Gut. Ah, ohne Ende Ripper-Munition und Flammenwerfer-Munition.
ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da möchte das Spiel uns in eine gewisse Richtung weisen. Ich kann nicht reden, ich kann nicht gucken heute, also ist ja echt schrecklich. Frachtbergen. Ja, hier müssen wir hin, genau. Okay, ich muss sagen, ich habe ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesemodul benötigt. Oh, hi! Oh, okay. Wow, hi! Holy shit, what the fuck is going on here? Oh my god. Okay, das hat natürlich geholfen. Oh wow, Babys! Aber warte mal, die haben wir was ganz Spezielles. Okay, der ist tot. Das Baby ist auch tot. Und hier, ein Knoten, toll. Haben wir gar nicht gesehen. Auf den ersten Blick. So. Dann sind hier noch irgendwelche Arme. Kommen die nochmal? Die kommen doch bestimmt nochmal. Das wird es doch nicht gewesen sein. Ja. Hi. Okay. Na, kommt her. Ich weiß nicht, da ist, glaube ich, der Plasma-Cutter die bessere Wahl. Na, kommt her. Und das ist der zweite. Man muss aber sagen, das ist jetzt gerade echt ein bisschen... Ich dachte, okay. Also man muss nur an der richtigen Stelle stehen, dann können die einen nicht erwischen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ja, komm. So viel Leben haben wir jetzt auch nicht. Oh, kommt da eine neue... Oh, wow, fein, fuck. Das wollte ich nicht. Das. Oh, hi! Ah. Au. Ich wollte die ganze Zeit schon mal nehmen. Oh, wow. Hier geht's ja ganz schön ab. Au! Okay, das hat mich erwischt. Oh. Oh, shit. Also die Lebenspunkte, die man hier verliert, sind ja ganz schön krass. Okay, da haben wir jetzt eine kleine kriechende Armee, die hinter uns her ist. Aber anscheinend hat der Arm auch die Gegner ein bisschen erwischt. Und jetzt noch einen dicken. Oh, mit einem Arm kämpft er sich immer noch. Blutig voran. Gut. Stase. Gerade so außerhalb der Reichweite. Alles klar. Oh,
Okay, ich gebe es jetzt auf. So gut treffe ich mit dem Plasma-Cutter nun auch wieder nicht. Mit dem Plasma-Cutter. Ey, Leute, ganz ehrlich, ne, was ist los mit mir heute? Ich komme mir vor wie so ein geistig Behinderter. Und damit wollte ich nicht sagen, dass ich irgendwas gegen geistig Behinderte habe. Gott, ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Komm schon. Sei ein braver Alien-Arm. So, war hier neben auch noch einer? Nö, da war nur einer drin. Also. Wir resetten uns jetzt einfach mal ganz kurz, entspannen uns und machen weiter. Wir müssen jetzt diesen Marker da drüben hinkriegen. Diesen Marker, den ich mir, wie gesagt, größer, imposanter vorgestellt habe. Aber okay, er ist mit allerlei komischen Zeichen bedeckt und ja. Ne, genau wie wir dachten. Zwei Arme, die sich so in den Himmel retten. Tentakel ähnlich. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Halleluja. Der Lastenaufzug. Marker ist im Hangar. Sie können ihn jetzt im Schatten verlassen. Beeilung. Okay, da drüben kommen nochmal zwei Gegner. Und ja, oh, genau. Ich kann an meine Gegner immer nur den Rat richten. Warum geht ihr nicht einfach sterben? Das würde uns allen vieles erleichtern. Findet ihr nicht? Oh Mann. So. Na gut, nehmen wir jetzt einfach mal ein großes, dann haben wir das hinter uns. So. Weiter geht's. Wir müssen doch jetzt zurück, ne? Ja, wir müssen jetzt zurück. Was ist unsere aktuelle Aufgabe? Keinen in der Hangarbucht treffen. Der Marker ist unterwegs zur Hangarbucht. Kein sollte inzwischen auch dort sein. Ja, gut. I agree. Vielleicht gehen wir vielleicht nochmal Flammenwerfer-Munition verkaufen und kaufen uns mal ein bisschen Plasma-Cutter-Munition. Das wäre vielleicht eine Idee. Und wir können nochmal einen Knoten einsetzen. Wir haben ja jetzt einen gefunden. Heute trinke ich mal was Ungesundes. Aber das muss von Zeit zu Zeit auch mal sein. Findet ihr nicht? Ich schon. Stase? Ja, wir können die Energie nochmal erhöhen. Machen wir einfach mal. Was soll's. An dem Punkt ist es sowieso fast egal. Habe ich das Gefühl. Hier sind wir wieder im Horrorgang, Gang von sonst noch was. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Nochmal zurück zur Monorail-Station und dann den Aufzug nach oben. Ah, okay, da wo wir auch angefangen haben. Also wirklich ganz back to the roots. Da. Alternative Lösung. Ja, das ist das aktuelle Kapitel. Speichern wir mal da drüber. Ist ja alles gut. Ich bin heute einfach sehr unkonzentriert und verschreckt. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Okay. Ja, sie hat sich ja gefühlt aus ihrem Büro nicht mehr rausbewegt, seit sie dort sich eingeschlossen hatte damals. Die gute Kendra. Der hat ja dann von da aus quasi Computerunterstützung geleistet, ne? So, ja, und wir können dann auch nochmal 6 Plasma. Die 6 Ripper-Klingen verkaufen. Mann, warum will ich immer Plasma sagen?
Nicht alles in diesem Spiel hat mit Plasma zu tun. So, kaufen wir uns nochmal Plasma-Energie. Nochmal hier zwei Fünkchen. So, gut. Alles klar, dann wieder zurück. Ist irgendwie so aufregend. Ist gerade so eine Aufbruchsstimmung. Ne? Das Shuttle und alles. Mal sehen, wie das weitergeht. Und dann bringen wir den Marker auf den Planeten zurück. Hoffentlich dämmen wir dann dadurch dieses Alien-Gedöns ein. Und dann... Also eindämmen, nicht ausdehnen. Das wäre ja das genaue Gegenteil von dem, was wir hier erreichen wollen. Und danach... Wäre ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Hoffentlich. Aber wie man solche Spiele kennt, ist es dann nie so. Oh, erinnert ihr euch noch daran? Hier begann alles. Genau da starb der erste Mensch. Wegen dieser Necromorphs. So heißen ja diese Alien. Necromorphs, Necromorphen. Und wieder rumpelt irgendetwas durch die Lüftungsschächte. Und ist schlecht drauf. Ja, wenn man in so einem engen Lüftungsschacht eingeschlossen wäre, wäre ich, glaube ich, auch schlecht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber genug. Gefährliche Anomalie registriert. Oh, Quarantäne wurde aktiviert. Oh, hi. Oh, hi, direkt neben mir, geil. Quarantäne aufgehoben. Ha, das war's auch schon. Das waren noch Zeiten, als ihr mich noch richtig schön in Schrecken versetzt habt. Ach ja, da wird man richtig nostalgisch gerade irgendwie so. Es scheint nämlich wirklich, wenn ihr mich fragt, langsam aufs Ende zuzugehen, dieses Spiel. Wir müssen da lang? Echt? Ich dachte, wir müssen rüber. Zur Startbahn 2. Naja. Wir könnten ja jetzt auch nochmal überall lang gehen, aber ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. Schön, dass hier alles wieder so normal ist, nachdem wir hier ja fast eine Crash-Landung reingemacht haben. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Okay, neue Aufgabe hinzugefügt. Ja, da, tatsächlich müssen wir darüber, okay. Darüber, genau. Dachte ich es mir. So, und jetzt müssen wir die Schwerkraft deaktivieren, um den Marker zu verladen. Alles klar, nichts leichter als das. Na genau, wir müssen da lang. Dachte ich mir doch. Aber wir können uns ja einmal kurz das Shuttle angucken. Da ist das Shuttle. Da unten hin muss das Ding wohl. Warum klingt hier alles so, als würde das brennen? Oder sind das so magnetische Strahlen von diesen Dingern da? Okay, und dann wahrscheinlich da über diese Schienen. Okay. Schick, schick. Schön, schön. Alles klar. Aber seine Landung war ja richtig smooth. Und das Tor hat ja komischerweise jetzt auch funktioniert. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, unsere Landung hier war sehr, sehr holprig. So holprig, dass es unser Schiff zerstört hat. Oder fast zerstört. Die Aliens haben ja den Rest getan. So. Eintritt Schwerelosigkeit. So, jetzt schwebt hier alles. Die Türen sind abgeschlossen. Und, oh, Schränke. Schön. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt... Ah, da runter.
Und darüber... Ah, an die Steuerungskonsole da drüben. Okay, aber ich habe gesehen, hier ist eine Kiste. Die will ich dann natürlich erstmal öffnen. Nochmal ein mittleres Medipack. Gerne. Kann man hier sich drüber bewegen ohne... Ja, kann man. Alles klar. Hätte ja sein können, dass das irgendwelche elektrischen Felder sind, die einem wehtun. So, da sind diverse Lüftungsschächte, aus denen Gegner kommen können. Wie? Ich muss nach da hinten? Oh! Hi! Oh, eine ganze Baby-Army! Holy shit! Okay, das war das Erste. Das sind zwei. Ich habe jetzt eine Idee. Die lebt auch noch. Zersägt. Alles klar. So. Will noch einer? Hat noch jemand? Nicht? Okay. Diese Krise sei damit auch abgewendet. Okay, wir haben die Tanz noch mal gelassen. Gut, das war's. Das war alles. Alles klar. Wir müssen hier rüber. Ah, da ist er. Okay. Es hat gerade irgendwie Klong-Klong gemacht. Deswegen bin ich gerade mal ein bisschen skeptisch. Okay, dieser Marker lässt irgendwelche Stimmen von sich. Aber hier ist ein Schränkchen. Gut, da drüben habe ich eine Kiste gesehen. Gehe ich auch gleich noch hin. Ja, wir müssen ja eh hier rüber quasi. So. So, dann lasst uns mal hier rüber gehen. Die Kisten eben öffnen. Gut, weiter geht's. Müssen wir das hier umstellen? Wahrscheinlich schon, ja. Weil da drüben hin muss. Ah, okay, ich verstehe. Das ist so. Hey, ich bin da. Das Ding hier wieder benutzen. Einmal die Schiene umdrehen. Den hier. Umständlicher hätte man es sich echt nicht machen können. Nämlich Aliens, die mich auch halten wollen. Ja, oh, da drüben. Alles klar. Hi. Saw you. So, das wär's gewesen. Kommt oder kommt ihr jetzt noch her? Nö, anscheinend nicht. Alles klar. Komm schon! Schneller! Wahrscheinlich müssen wir das hier jetzt auch nochmal umdrehen. Nein, nein.
Na doch, Babys, hi. Wir sind davon. Ha, Double Kill, Bitch. So, die Quelle ist noch hier, so. Ah, da drüben sind auch nochmal Schränke. Hm. Immer wieder diese Schränke hin und her. Dumpti-dumpti-du. Es tut mir leid, mein Commentary ist heute echt armselig. Und vom Fortschreiten her ist das hier auch eher grenzwertig. Aber gut. Halleluja, endlich wäre das geschafft. Mann, Mann, Mann. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. Okay. Einmal da oben an den Display. Mann. Ende der Schwerelosigkeit. Und alles fällt zum Himmel. Frachtlieferung 782 wird geladen. Ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Hurra! Autsch, entschuldigt, das war meine Heizung, die ich gekommen bin. Ja. Sieht ja nicht so aus, als könnte uns noch irgendetwas aufhalten. Hurra! Nur wo bleibt Kendra? Und mir ist aufgefallen, wo ist Nicole hin? Die haben wir nämlich seit damals nicht mehr wieder gesehen. Da zweifle ich echt daran, dass die noch lebt. Okay, wir können nicht nach da drüben. Wir müssen jetzt da lang. Okay. Hier drüben! Wir dürfen keine Zeit verschwenden! Wir müssen es jetzt tun! What the fuck? Wer zum Teufel war das? Warte! Was zum Teufel passiert hier? Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort! Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich! Bitte! Ich liebe dich. Okay, damit werden ein paar Fragen beantwortet und noch mal neue gestellt. Das ist erstmal eine Menge zu verdauen. Ja, lasst uns mal zum nächsten Speicherpunkt gehen und dann lasst uns mal so ein bisschen klarere Gedanken kriegen. Also die Menschen haben einen Marker gefunden auf der Erde und einen neuen einfach nachgebaut. Und den dann auf diesen Planeten geschickt. Weil, naja, wir wissen ja, was passiert ist. Keine Ahnung, ich kann das selbst nicht alles nochmal neu erzählen, was sie da gerade erzählt hat. Das ist kaum verständlich für mich sogar. Oh, ich hätte da lang gemusst. Aber wir gehen jetzt da zum Speicherpunkt, ganz einfach. Oh, hier liegen auch nochmal ganz viele Supplies, ist ja schön.
Gott. Und Nicole lebt anscheinend noch. Und sie war halt irgendwie versteckt. Wow. Also ich bin komplett von der Rolle. Ich bin komplett fertig. Heilige Scheiße. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Naja, aber dann wollen wir mal sehen, was Nicole von uns will und wie das hier mit Kendra, dieser Bitch, weitergeht. In der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.